Wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, in der Vorbereitung auf die große Wettershow im Ersten, am ersten Weihnachtsfeiertag, 7 Stunden ab 18 Uhr im Ersten mit Vorberichterstattung und Tombola, uns zu sagen, welche Erinnerungen haben Sie an das Wetter? Studentin aus Göttingen, Wiebke Wethkamp. Wo ist Frau Wethkamp? Oh. Hallo, hier vorne. Was studieren Sie, Frau Wethkamp? Ich mache Lehramt, Gymnasiallehramt, Englisch und Erdkunde. Also das heißt, Sie werden Lehrerin? Ja. Aber Sie werden nicht lange unterrichten, oder? Nö. Wer so aussieht, der ist doch sozusagen weg. Fernsehen, Model. Nö, Kinder. Ziel, nein? Sie wollen unterrichten, Englisch und Erdkunde? Ja. Wie heißt die Hauptstadt von Neuseeland? Wellington. Da waren Sie. Oder nicht? Ja. Mit einem Freund? Nö, ich bin alleine rübergefahren. Mein Freund hat mich besucht. Als Frau? Wie lange waren Sie da? Nee, wie lange waren Sie in Neuseeland? 7 Monate. Oh, und haben Sie unterrichtet oder studiert? Urlaub gemacht. Oh, also und, war es toll? Ja. Was hat Ihnen am besten gefallen in Neuseeland? Alles. Also ich bin halt mit dem Van rumgereist und... Alleine gefahren? Ich bin alleine gefahren, aber ich habe ein deutsches Mädchen kennengelernt. Aha. Und mit der bin ich gereist. Und was haben Sie in Wellington erlebt? In Wellington habe ich gearbeitet, mal in einer Bar. Wo ist die Bar? Im Hafen? Nee, in der Innenstadt, direkt in der Innenstadt. Was 5 Meter weg ist vom Hafen in Wellington? Oder weiter? Weiter, aber... Und verraten Sie uns, wie der Spitzname von Wellington ist. Windy City. Wie? The Windy City. Genau, Windy Wellington, weil es pfeift wie Sau. Echt? Ja, es zieht wie Hechtsuppe. Wir haben gerade ein Bild von Wellington, wie es da gerade aussieht. Ja, das ist Wellington, Neuseeland. Ja. Ist gerade da, 4 Uhr morgens und 8:04 Uhr. Wo ist das Bild? Wo ist das Bild? Das Bild ist hier. Wer will denn dieses Scheißbild sehen, wenn wir so eine attraktive Kandidatin ja, haben? Ja, ist ja okay. Entschuldigung, ich habe mich echauffiert. Wiebke. Haben wir da nicht ein Bild aus Wellington? Ja. Nein, das ist nicht. Und das heißt, was haben Sie da erlebt? Mit dem Wetter? Haben Sie sich jetzt erschrocken, weil ich so geschrien habe? Nee. Naja, also was ich da aufgeschrieben habe, war ja der Dauerring. Und ich hatte ja einen klitzekleinen Van und mit Bett und Küche und alles da drin. In einem Van? Welcher Hersteller? In einem Van. Welcher Hersteller? Ford. Ford. Es gibt auch noch Chrysler. Ganz es genau. Gibt auch noch Toyota. Nein, ich sag das um mich nicht. Doch. Natürlich habe ich 5 Fans zu Hause von Ford umsonst. Die stehen ja alle vor der Tür. Das ist ja alles abgezogen. Genau. Da haben Sie drin gekocht? Ja. Ja. Und gewohnt. Und was ist dann passiert? Ja, ein paar Tage Dauerregen und man konnte nur. Also alle 2 Stunden war dann mal 1/4 Stunde Regenpause und dann musste man aufs Klo. Und sonst hat man sich halt den ganzen Tag da drin aufgehalten. In der Walachei irgendwo. Das war die Geschichte? Ja. Das war die Geschichte. Die war aber nicht so toll, wie Sie aussehen. Also man sieht... Aber... Ich sage jetzt mal ein Beispiel, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir eine neue Wettershow machen, ja? Eine neue Wettershow, die zeichnen wir am Abend vorher aus Sicherheitsgründen auf. Die machen wir nicht live. Das heißt, wir müssen sie live machen. Wir müssen sie live machen wegen der Anrufe. Ja. Kompliziert. Wenn sie aufgezeichnet würde, würden wir, wenn eine weniger attraktive Frau so eine Geschichte erzählt, diese alte mit der total abturnenden Geschichte wird aber sowas von rausgeschnitten, das gibt's ja gar nicht. Aber so ist das Fernsehen. Wiebke hat auch noch einen Lieblingsmistwetterausdruck. Wie heißt der? Oder sind Sie jetzt verschreckt? Nein, aber... Wiebke. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Ich habe es verficktes Sauwetter genannt, aber das wird vielleicht rausgeschnitten. Entschuldigen Sie, wie? Sauwetter. Ja. Aber, Moment. Was Wiebke nicht weiß, technisch können wir nachher noch das verfickt hochziehen. Ganz tolle Geschichte. Und wann fangen Sie an mit dem Referendariat? 1,5 Jahren, oder? Also, ist das nebenan Ihr Freund? Ja. Neuseeländer? Nee. Woher? Auch aus Göttingen. Aus Göttingen. Was machen Sie? Studieren. Lehramt? Nee, in Bamberg. Wirtschaft. Wirtschaft? Betriebswirtschaft? VWL, so eine Art VWL. So ein Volkswirtschaft? Ja, so eine Art. Ja, was denn genau? In Fachkreisen heißt es European Economic Studies, aber
Deswegen ist es VWL. Beruf mit großer Zukunftsaussicht. Ich weiß, worum es da geht.